Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen und übrigens die Dagmar Schmidt, mit der ich gerade spreche, auch. Und wir haben ja alle jetzt den Weiß-Prozess davor gemacht. Das war ja wirklich ein intensiver Prozess. Und jetzt wollte ich die Dagmar, weil sie auch, ich glaube, du bist auch Heilpraktikerin, ne? Und Homöopathin, ne? Genau. Und ich wollte dich mal fragen, wie war denn jetzt, wie ist denn dieser Wise-Prozess für dich und was hast du für Erfahrungen gemacht? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Also ich war ganz geflasht von diesem, ja, wie soll ich sagen, vom Prozess habe ich ja schon gehört und habe auch schon gelesen drüber. Aber von dem, wie es jetzt über online, wie Rajan das jetzt gemacht hat oder wie ihr das jetzt aufgearbeitet habt und gemacht und angeboten habt, das hat mir sehr gut gefallen, weil es eine ganz persönliche Erfahrung war für jeden, glaube ich, weil man zu Hause in seinem Zimmer saß. Und für mich war das nochmal eine dritte Ebene im Sinne von, ich kenne das halt, wenn ich selber mit Patienten sitze und den sozusagen in diese Erfahrung oder Empfindung hinein, versuche hineinzuführen und dabei aber immer wieder auch natürlich Mittel im Hinterkopf habe. So, das ist die andere. Oder wenn ich selber als Patient bei meinem Therapeuten bin und versuche da reinzugehen und ich weiß, der versucht jetzt auch Mittel zu finden dadurch, ne? Also irgendwie. Und das war eine Möglichkeit, überhaupt nicht an ein homöopathisches Mittel zu denken, sondern einfach nur in diese Empfindung zu gehen oder in diese Experience. Ich finde, das ist das englische Wort dafür viel, viel schöner, weil es eigentlich was mit ich erfahre, was über mich, also mit Erfahrung zu tun hat. Und es geht hinaus über, natürlich über das Gefühl, über die Emotion, Gedanken sowieso, aber auch über das Empfinden. Für mich war es teilweise wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und wirkt sich das für dich auch auf deine Arbeit aus? Also es hat sich zunächst mal für mich auf mich persönlich ausgewirkt, weil genau in Situationen, wie ja Rajan es ja auch so beschrieben hat, immer dann, wenn man an Punkte kommt, die sozusagen Stress auslösen, wie man irgendwelche Knöpfe bei mir drückt, also auch so in der Partnerschaft oder und wo ich dann spontan gleich mal irgendwie reagieren würde. Und da habe ich mich immer mal wieder versucht zurückzunehmen und so, was ist da jetzt eigentlich? Warum triggert es? Was triggert es in mir und wie fühle ich mich eigentlich wirklich? Und das ist mir hin und wieder gelungen tatsächlich und habe dann auch ganz viel drüber geschrieben. Also da war eben so ein Beispiel, wo ich mit so einer Telefonfirma, also irgendwie auch wieder an so einem Punkt war, wo ich mich irgendwie über den Tisch gezogen fühlte und das hat mich wahnsinnig irritiert. Und dann habe ich gedacht, so jetzt. Was ist da eigentlich? Was genau irritiert mich und wie fühlt sich das an? Und bin da wirklich selber in diesen Prozess reingegangen, habe dann seitenweise geschrieben, habe das versucht, auch tatsächlich, wie wir es gemacht haben, mit Farben auch darzustellen. Und es hat mir wirklich geholfen. Es hat mir sehr geholfen, das zu erkennen. Und ja, jetzt ich bin, sagen wir mal so, also direkt, jetzt könnte ich jetzt sagen, direkt geholfen bei der Patientenarbeit. Also ich hatte gestern eben auch nochmal wieder eine Anamnese, wo wir diesen Prozess durchlaufen sind und wo es halt für mich immer wieder schwierig ist. Der Patient, er spricht über diese Erfahrung, über diese Empfindung und das jetzt umzusetzen, ein homöopathisches Mittel, ist einfach ungeheuer schwer. Und das ist auch für Leute, die. Ich arbeite ja nicht vornehmlich mit der Methode. Auch für, aber für Leute, ich weiß, ich habe ja Kollegen, die ich seit 20, 25 Jahren kenne, für die es auch immer wieder schwierig ist. Also wenn du heute die Anne Schade fragst oder so, dann sagt die auch, ja, wird sie machen. Ne? Und würdest du das empfehlen, an anderen Homöopathen oder auch Nicht-Homöopathen empfehlen, durch diesen Prozess zu gehen? Also ich würde es auf jeden Fall beiden empfehlen. Also natürlich jemand, der jetzt nicht therapeutisch arbeitet, ist es für die eigene Person einfach ganz, ganz erkenntnisreich, glaube ich, und hilfreich. Und für Therapeuten sowieso, ja, klar. Weil man kann schlecht irgendwas, das ist ja wie überall, was anwenden, was man nicht selber erfahren hat. Das ist schwierig. Ja, mich freut. Vielen Dank, dass du dein Feedback gibst. Hast du noch irgendwas den Leuten in Bezug auf dieses Prozesses, vor allen Dingen die unentschlossen sind oder sich auch noch gar nicht so wissen, was sie erwartet, kannst du da noch irgendwas denen mit auf den Weg geben? Ja, weil ich glaube,
Also auf den Weg würde ich geben, lasst euch überraschen, weil einfach es sehr viele verschiedene Kanäle sind, über die man diese Erfahrung machen kann. Nicht nur über das jetzt geh rein und fühl und fühl und fühl, sondern eben auch diese verschiedenen anderen Kanäle über Musik, über Bewegung, über Farbe, über Malen, über das Darstellen. Also ich kann es wirklich nur, ich sag aus der eigenen Erfahrung heraus, einfach nur empfehlen. Ich habe es jetzt auch schon mehreren Leuten, mehreren Kollegen immer wieder darüber gesprochen, wie es für mich eben eine sehr wertvolle Erfahrung war. Und ich freue mich sehr auf diesen Follow-up-Kurs, aber natürlich auch auf den Therapeutenkurs dann, der, glaube ich, Ende des Jahres oder so beginnt. Genau, das ist alles in Planung. Wir sind dabei und wir freuen uns auch auf euch alle und dass wir auch jetzt wieder weiter auf diese Reise gehen können. Auch für mich ist es eine unglaubliche Erfahrung, immer wieder das auch anzuwenden. Und das ist auch das Schöne. Das ist ein Tool, das machst du nicht einmal und dann ist es weg, sondern du kannst es immer wieder in deinem laufenden Lebensprozess wieder nehmen und kommst dann wieder zurück in deine Source. Und erstmal vielleicht ganz weit weg und dann und dann lernst du, aha, das bin ich ja gar nicht. Und dann kommst du wieder in die Mitte, Ja, ne? So, genau. so empfinde ich das, ja. Und was ich vielleicht auch noch ganz besonders finde, also ich habe ja Rajan Sankaran schon seit, also ich habe ja vor 25 Jahren praktisch angefangen als Therapeut zu arbeiten, und er lebt natürlich in Hallaching bei uns an der Akademie für Homöopathie, war er ja mehrfach auch. Aber so wie ich ihn jetzt da erlebt habe, obwohl das online ist, so nah und so authentisch für mein Gefühl und so, ja, das war einfach schön, das zu erleben, muss ich ehrlich sagen. Das für alle, die ihn kennen, ja natürlich aus Büchern, aus Seminaren und so, ist das vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit, das nochmal anders zu erfahren. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, Herzlichen Dank, ganz gerne. Dagmar. Tschüss.